Bist du bereit, dich von den Klauen des Neids zu befreien und einen Weg des Friedens und des Schutzes zu gehen? Entdecke die transformative Kraft von Psalm 91 in unserem heutigen Gebet und sieh, wie ein einfacher Akt des Glaubens dein Leben verändern kann. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, heute beten wir vereint, unsere Geister und unser Glaube miteinander verwoben, um Zuflucht und göttlichen Schutz vor dem Neid anderer zu suchen. Wir sind in eine Welt eingetaucht, in der Gefühle wie Gier und Neid leider in unserer Umgebung auftreten können. In solchen Momenten ist es entscheidend, dass wir uns an den Schutz und die Sicherheit erinnern, die wir in Gott finden, unserem uneinnehmbaren Zufluchtsort und unserer unerschütterlichen Festung. Das heutige Gebet ist ein leidenschaftlicher Appell an den Herrn, dass er uns bewahren und im Glauben standhaft bleiben möge, auch wenn uns in unserem Weg Hindernisse und Neid begegnen mögen. Ich lade Sie jetzt ein, Ihre Herzen und Ihre Stimmen mit mir zu vereinen, um dieses mächtige Wort Gottes zu deklamieren. Mögen die Wahrheiten dieser Schrift in unseren Seelen widerhallen und unseren Geist auf das folgende Gebet vorbereiten. Lassen Sie uns zusammen diese inspirierende Passage lesen und zulassen, dass sie unseren Weg erhellt und unseren Glauben stärkt, und dann beten Sie mit mir. Die Bibel sagt im Psalm 91: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen. Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Der Psalm 91, eine mächtige Quelle des Trostes und der Sicherheit. Dieser Abschnitt erinnert uns an den Schutz, den Gott seinen Kindern bietet, einen Schutz, der eine Barriere gegen jede Form des Bösen, einschließlich des Neids anderer, darstellt. Pater Superior du Formulario. Jetzt werden wir beten. O allmächtige Gott, himmlischer Vater, wir nähern uns dir mit demütigen Herzen und Seelen, die nach deiner göttlichen Gegenwart verlangen. Wir erkennen deine Souveränität und unendliche Güte an, die menschliches Verständnis übersteigt. In einer hektischen Welt, die von Neid und Ressentiments heimgesucht wird und den Frieden und die Harmonie bedroht, die wir uns so sehr wünschen, suchen wir bei dir Schutz, unsere Quelle der Gelassenheit und Sicherheit. Wir suchen Zuflucht unter deinem Schutz, in der Gewissheit, dass du unsere unerschütterliche Festung und Hüter unserer Seelen bist. In den Stürmen des Lebens, wenn wir uns den Fluten der Uneinigkeit und des Missverständnisses stellen, erinnern wir uns daran, dass wir in dir einen sicheren Hafen finden, einen Zufluchtsort, an dem unsere Kräfte erneuert werden und unser Geist gestärkt wird. In diesem heiligen Moment der Gemeinschaft mit dir laden wir alle, die uns zuhören, ein,
die Augen zu schließen und die Hand auf das Herz zu legen. Möge der Frieden, der jedes Verständnis übersteigt, eure Herzen und Gedanken erfüllen. Möge diese Handlung ein Symbol unserer völligen Hingabe an Gott sein, in dem Vertrauen darauf, dass er uns beschützen und uns inmitten aller Widrigkeiten und Konflikte leiten wird. Wenn dieses Gebet in deinem Herzen widerhallt und du nach dem Frieden und Schutz Gottes suchst, laden wir dich ein, deinen Glauben und dein Vertrauen auf den Herrn auszudrücken, indem du Gott ist meine Zuflucht in die Kommentare schreibst. Möge diese Glaubensbekundung eine Erinnerung daran sein, dass, egal welche Herausforderungen wir auch durchmachen, Gott bei uns ist, uns beschützt und uns in Richtung Frieden führt. Wenn du Konflikte, Neid oder Ressentiments erlebst und den Frieden und Schutz Gottes benötigst, ermutigen wir dich, dein Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Als eine Gemeinschaft im Glauben werden wir im Gebet vereint sein und Gott bitten, Frieden, Eintracht und Schutz in jede Situation und in jedes Herz zu bringen. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir erkennen deine Souveränität und deine unendliche Güte an. Angesichts der Herausforderungen dieser Welt suchen wir Zuflucht und Schutz in deiner Gegenwart. Du bist unser Verteidiger und die Quelle unseres Friedens. Herr, der du die Herzen erforschst und das Wissen über alle Dinge besitzt, du kennst die Herausforderungen und Prüfungen, denen wir in unserem täglichen Leben begegnen. Du siehst die Schwierigkeiten, die sich uns in den Weg stellen, die oft schwer zu überwindenden Barrieren und den Neid und das Verlangen, die in einer Welt aufkommen, die oft von egoistischen Interessen geprägt ist. Angesichts dieser Herausforderungen wenden wir uns für deine Gnade und göttlichen Schutz an dich und vertrauen auf die Kraft, die wir in dir finden, um sie zu überwinden. Stärke uns, o Herr, mit deiner ständigen Gegenwart und deiner unerschütterlichen Liebe. Angesichts des Neids und Verlangens anderer wollen wir entschlossen und fest sein, getragen von deiner Gnade und geleitet von deinem Geist. Lass unser Glaube an dich das unerschütterliche Fundament unseres Lebens sein, immun gegen die Stürme von Unzufriedenheit und Boshaftigkeit, die uns umgeben. Gemäß Psalm 91 streben wir danach, im Schatten deiner Flügel Zuflucht zu finden, Schutz unter deinen Flügeln zu suchen. Lass deine Gegenwart unser sicherer Hafen sein, ein Ort des Friedens und des Trostes, fernab von den Turbulenzen der Welt. In diesem Zufluchtsort mögen unsere Herzen Ruhe finden und unsere Seelen durch deinen Frieden, der jedes Verständnis übersteigt, erfrischt werden. In diesem Moment lade ich jeden von euch ein, tief einzuatmen und euch vorzustellen, wie ihr unter dem schützenden Schatten des Allmächtigen ruht, geschützt und sicher. Möge dieser Gedanke Frieden in eure Herzen bringen und Ruhe in euren Gedanken schaffen. Wenn du nach Gottes Schutz und Frieden in deinem Leben sehnst, besonders angesichts der Herausforderungen, die du bewältigen musst, dann erkläre in den Kommentaren unter dem Schatten des Höchsten. Indem wir dies tun, erkennen wir unsere Abhängigkeit von Gott und unseren Glauben an seine Fähigkeit an, uns zu schützen und zu leiten. Und wenn du gerade durch eine Zeit der Schwierigkeiten gehst und nach Gottes Gnade und Schutz suchst, ermutige ich dich, dein Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Als eine Gemeinschaft des Glaubens werden wir im Gebet zusammenkommen und darauf vertrauen, dass Gott unsere Bedürfnisse erfüllen und uns stärken wird, um jede Herausforderung zu bewältigen. Herr, du kennst die Herausforderungen, denen wir begegnen. Angesichts des Neids und Verlangens der Welt bitten wir um deine Gnade und deinen Schutz. Lass uns Sicherheit und Frieden in deinen Armen finden, indem wir uns unter den Schatten deines schützenden Flügels bergen, wie es uns der Psalm 91 lehrt. Himmlischer Vater, in deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit erheben wir unsere Gebete für Schutz und Führung zu dir. Demütig bitten wir, dass deine gesegnete Hand über uns sein möge, in allen Bereichen unseres Lebens, unserer Familien, unsere Arbeit und unsere Beziehungen segnend.
Möge deine Gegenwart ein Schild um uns herum sein, der uns vor allem Bösen, Neid oder Bosheit schützt, das unseren Weg kreuzen könnte. Unser Wunsch ist es, auf eine Weise zu leben, die deinen Namen in jeder Handlung und Entscheidung ehrt und verherrlicht. Möge deine Liebe, die jedes Verständnis übersteigt, unsere Herzen beherrschen, unseren Charakter formen und jeden Schritt, den wir unternehmen, lenken. Möge dein Friede, der Friede, den nur du bieten kannst, jeden negativen Gedanken vertreiben, der versucht, uns aus der Bahn zu werfen oder uns von dem Weg abzubringen, der uns zu dir führt. Möge inmitten der Herausforderungen und täglichen Kämpfe, die wir durchmachen, in dir die notwendige Stärke und Ruhe finden, um jede Hürde zu überwinden. In diesem Moment lade ich jeden von euch ein, eure Hände auf euer Herz zu legen und die Frieden und Liebe Gottes in euer Leben fließen zu lassen. Möge diese Geste uns daran erinnern, dass wir unter göttlichem Schutz stehen und in Gott Zuflucht und Stärke finden. Wenn du Gottes Schutz und Führung in deinem Leben, deiner Familie, deiner Arbeit und deinen Beziehungen suchst, dann drücke in den Kommentaren Gott ist bei mir aus. Damit bekennen wir unseren Glauben an die ständige Gegenwart Gottes und seine Fähigkeit, uns zu leiten und zu schützen. Wenn du Herausforderungen in einem Bereich deines Lebens gegenüberstehst und göttliche Intervention suchst, zögere nicht, dein Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Als eine Gemeinschaft des Glaubens verpflichten wir uns, füreinander zu beten, in dem Vertrauen darauf, dass Gott unser Flehen hören und sich für uns einsetzen wird. Vater, wir bitten, dass deine schützende Hand über uns ist, uns vor allem Bösen bewahrt und uns in allen Bereichen unseres Lebens leitet. Hilf uns, in einer Weise zu leben, die deinen Namen ehrt und verherrlicht. Möge deine Liebe und dein Friede unsere Herzen beherrschen und jeden negativen Gedanken vertreiben. Herr, erleuchtet durch die Weisheit deines Heiligen Geistes erkennen wir klar, dass der Neid eine listige Waffe ist, die vom Feind eingesetzt wird, um Zwietracht, Uneinigkeit und Unbehagen unter uns zu säen. In einer Welt, in der negative Gefühle wie diese leicht an Stärke gewinnen können, suchen wir Zuflucht in deinem Wort und in den unveränderlichen Wahrheiten, die es uns bringt. Wir finden Trost und Stärke in den Worten von 1. Johannes 4,4, die uns versichern, dass der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Dieses Versprechen ist der Eckpfeiler unseres Glaubens und die Quelle unseres Mutes. Daher bleiben wir fest im Glauben, verankert in der Überzeugung, dass deine Kraft und Gnade mehr als ausreichend sind, um uns sicher und geschützt vor den Listigkeiten des Feindes zu bewahren. Angesichts der Widrigkeiten des Lebens, wenn wir mit Neid und Zwietracht konfrontiert werden, richten wir unseren Blick fest auf dich, Herr, den Felsen unserer Rettung. In diesem Gebetsmoment lade ich alle ein, ihre Hände in einer Geste des Triumphs und des Widerstands zu erheben. Möge diese Geste unseren unerschütterlichen Glauben an Gott symbolisieren und unser Vertrauen, dass er mächtiger ist als jede Herausforderung oder Widrigkeit, die uns begegnen mag. Wenn du an das Versprechen glaubst, dass Gott mächtiger ist als jede negative Kraft in dieser Welt und deinen Glauben erneut bekräftigen möchtest, teile in den Kommentaren größer ist der, der in mir ist. Indem wir dies tun, erklären wir gemeinsam, dass wir mit Gott an unserer Seite in der Lage sind, jeden Neid, jede Uneinigkeit oder jedes Hindernis zu überwinden. Und wenn du nach Stärke und Schutz vor negativen Einflüssen suchst und die Kraft und Gnade Gottes in deinem Leben benötigst, zögere nicht, dein Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Als eine Gemeinschaft des Glaubens verpflichten wir uns, uns gegenseitig im Gebet zu unterstützen, in dem Vertrauen darauf, dass Gott uns stärken und in jedem Moment führen wird. Herr, wir wissen, dass der Neid ein Werkzeug des Feindes ist, aber wir vertrauen auf dein Wort und deine Stärke. Hilf uns, im Glauben standhaft zu bleiben und in der Gewissheit sicher zu sein,
dass deine Kraft und Gnade ausreichen, um uns zu schützen. Gott der unendlichen Liebe und unerschöpflichen Weisheit, wir stellen uns in demütiger Bitte vor dich hin und bitten, dass du unsere Wege mit der Klarheit deiner göttlichen Weisheit erleuchtest. In einer Welt, die oft von den Schatten der Ungerechtigkeit und Immoralität umgeben ist, flehen wir dich an, uns von deinem Licht leiten zu lassen, damit wir in all unseren Interaktionen und Entscheidungen gerecht und integer handeln. Gewähre uns die Stärke, den Versuchungen des Stolzes und der Eitelkeit zu widerstehen, Haltungen, die unbeabsichtigt Neid und Unzufriedenheit in anderen fördern können. Leite uns, Herr, dazu, greifbare Beispiele für deine Gnade und Güte zu sein. Lass uns in unserem Leben und unseren Taten deine Liebe und dein Mitgefühl widerspiegeln, damit wir zu Hoffnungsträgern und Lichtpunkten in einer Welt werden, die deine Gegenwart so dringend braucht. Mögen unsere Worte und Handlungen andere dazu ermutigen, deinem Weg zu folgen, und möge unser Verhalten immer deinen heiligen und liebenden Charakter widerspiegeln. In diesem Gebetsmoment lade ich jeden ein, die Arme zu öffnen, als ob sie bereit wären, von Gottes Weisheit erleuchtet zu werden. Möge diese Geste symbolisieren, dass wir bereit sind, von Gott geführt zu werden, indem wir gerecht und integer handeln und jegliche Haltung vermeiden, die Neid oder Zwietracht hervorrufen könnte. Wenn du danach strebst, ein Leben zu führen, das die Gnade und Güte Gottes widerspiegelt und Stolz und Eitelkeit vermeidet, teile in den Kommentaren dein Licht möge mich leiten. Mit dieser Erklärung bekräftigen wir unser Engagement, Gottes Wege zu gehen, und suchen seine Weisheit und Führung in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn du Weisheit suchst, um gerechte und integere Entscheidungen zu treffen, oder Hilfe benötigst, um ein Beispiel für Gottes Gnade und Güte zu sein, ermutige ich dich, dein Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Als eine Gemeinschaft des Glaubens verpflichten wir uns, füreinander zu beten und Gott darum zu bitten, uns auf unseren Reisen zu erleuchten und zu leiten. Gott der Liebe, wir flehen dich an, unsere Wege mit deiner Weisheit zu erleuchten, damit wir gerecht und integer handeln und deine Liebe und Barmherzigkeit in unserem Leben widerspiegeln können. Hilf uns, lebendige Beispiele deiner Gnade und Güte zu sein. Herr, in Momenten der Entmutigung oder wenn wir uns den Schatten des Neides anderer gegenübersehen, wenden wir unsere Herzen und Gedanken deinen Verheißungen des Schutzes und der Hilfe zu. Wir sind uns bewusst, dass wir auf unserem irdischen Weg Augenblicke der Schwäche erleben werden und Situationen, in denen wir uns bedroht oder ausgesetzt fühlen. Selbst angesichts dieser Herausforderungen suchen wir Zuflucht und Stärke in deinen Worten, der wahren Quelle des Trostes und der Hoffnung. Stärke, Herr, unseren Glauben und unser Vertrauen in dich. In Momenten, in denen Unsicherheit oder Angst versuchen, unsere Herzen zu durchdringen, stärke uns mit der Gewissheit deiner ständigen Gegenwart, die uns in jedem Augenblick führt und schützt. Möge es uns selbst angesichts von Widrigkeiten und Angriffen des Neides gelingen, standhaft und widerstandsfähig zu bleiben, getragen von deiner Gnade und deiner Liebe. In diesem Gebetsmoment lade ich jeden ein, tief einzuatmen und die Erneuerung des Glaubens und des Vertrauens in Gott aufzunehmen. Jeder Atemzug soll uns an die göttlichen Verheißungen erinnern und unseren Glauben stärken, indem er alle Spuren von Zweifel oder Entmutigung vertreibt. Wenn du nach Stärkung im Glauben und Vertrauen in Gott suchst, insbesondere angesichts von Entmutigung oder Neid, teile in den Kommentaren mein Glaube wird erneuert mit. Diese Geste symbolisiert die Bestätigung unseres Vertrauens in Gott und den Glauben daran, dass er uns in allen Momenten unterstützen wird. Falls du dich in einer Phase der Entmutigung befindest oder dem Neid anderer gegenüberstehst und den Schutz und die Fürsorge Gottes benötigst, ermutige ich dich, dein Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Als Glaubensgemeinschaft verpflichten wir uns,
füreinander zu beten und Gott um Erneuerung unseres Glaubens und Vertrauens in ihn zu bitten. Herr, in Momenten der Entmutigung oder des Neides anderer erinnern wir uns an deine Verheißungen des Schutzes und der Fürsorge. Stärke unseren Glauben und unser Vertrauen in dich, damit wir standhaft und widerstandsfähig bleiben können, selbst angesichts aller Widrigkeiten. Himmlischer Vater, wir erheben jetzt unser Gebet für diejenigen, deren Herzen aufgrund von Neid schwer belastet sind. Wir verstehen, dass Gefühle übermäßiger Begierde, Groll und Unzufriedenheit die Seelen gefangen halten können und Uneinigkeit und Leid verursachen. Mit Mitgefühl und Liebe flehen wir deinen transformierenden Geist an, diese Herzen zu berühren und sie mit dem Licht deiner Liebe und Wahrheit zu erleuchten. Mögen diejenigen, die vom Neid verzerrt werden, in dir, Herr, den wahren Frieden und die Zufriedenheit finden. Möge die Leere, die sie mit weltlichen Wünschen und nutzlosen Vergleichen zu füllen versuchen, durch die Fülle deiner Liebe und Gnade gestillt werden. Mögen ihre Augen sich für die Schönheit und den Reichtum eines Lebens in Harmonie mit dir öffnen und sich von den Fesseln von Gier und Groll befreien, um Freude und Zufriedenheit in deiner Gegenwart zu entdecken. In diesem Moment des Gebets bitte ich alle, ihre Hände zu öffnen, als symbolische Handlung, um diese Gefühle an Gott abzugeben und freizusetzen. Möge diese Geste unser Gebet für diejenigen symbolisieren, die gegen den Neid kämpfen, und unsere Hoffnung, dass sie durch Gottes Liebe und Frieden befreit und verwandelt werden. Wenn du für die Veränderung derer beten möchtest, die vom Neid geplagt sind, erkläre in den Kommentaren die Liebe Gottes verwandelt. Mit dieser Handlung rufen wir Gott an, die Herzen zu erneuern, negative Gefühle durch seine Liebe und seinen Frieden zu ersetzen. Wenn du jemanden kennst, der gegen den Neid kämpft und die liebevolle Intervention Gottes benötigt, teile dein Gebetsanliegen in den Kommentaren. Als gläubige Gemeinschaft schließen wir uns im Gebet zusammen und bitten Gott, diese Herzen zu berühren und sie für ein Leben des Friedens und der Zufriedenheit in Christus zu befreien. Vater, wir bitten für diejenigen, die von Neid geplagt werden, dass ihre Herzen durch deine Liebe transformiert werden. Mögen sie in dir den wahren Frieden und die wahre Zufriedenheit finden und sich von übermäßiger Begierde und Groll befreien. Herr, unser aufrichtigster Wunsch ist es, dass unsere Leben lebendige und strahlende Zeugnisse deines Schutzes und Segens sind. In einer Welt, die oft von den Dunkelheiten des Neids, des Egoismus und des Mangels an Liebe geprägt ist, möchten wir Leuchttürme des Lichts sein, die deine Güte und Liebe widerspiegeln. Mögen unsere Handlungen und Worte unsere persönlichen Wünsche und Ambitionen überschreiten und Ausdruck deiner Gnade und Barmherzigkeit in uns werden. Durch unsere Taten und Worte möchten wir die dunklen Orte dieser Welt erhellen, Hoffnung in die Verzweiflung bringen, Liebe dorthin, wo Hass herrscht, und Frieden inmitten der Zwietracht schaffen. Möge unsere Existenz ein Kanal sein, durch den dein Licht hell leuchtet, Herzen berührt und Leben verändert. Mögen wir Werkzeuge deines Friedens sein und die Botschaft der Versöhnung und Liebe verbreiten, die du uns durch Jesus Christus offenbart hast. In diesem Gebetsmoment bitte ich alle, ihre Hände gen Himmel zu erheben, als Zeichen unseres Wunsches, Träger des göttlichen Lichts zu sein. Möge diese Geste unser Engagement repräsentieren, inmitten der Dunkelheit der Welt zu leuchten und das Licht des Evangeliums überall hinzubringen. Wenn du ein Licht in einer von Neid und Egoismus geplagten Welt sein möchtest, hinterlasse den Kommentar "Ich bin Licht". Dies ist ein Versprechen, nach den Grundsätzen des Evangeliums zu leben und ein Beispiel für Liebe, Güte und Mitgefühl in einer Welt zu sein, die diese Werte dringend benötigt. Falls du Weisheit und Stärke suchst, um eine positive Einflussnahme in deinem Umfeld zu sein und Gebet dafür benötigst, teile deinen Anliegen in den Kommentaren. Als eine durch den Glauben vereinte Gemeinschaft verpflichten wir uns, gegenseitig im Gebet zu unterstützen und Gott zu bitten,
uns als Instrumente seines Friedens und seiner Liebe zu verwenden. Herr, mögen unsere Leben ein Zeugnis deines Schutzes und Segens sein. Mögen wir durch unsere Taten und Worte Licht in einer von Dunkelheit dominierten Welt sein. Herr, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit für deinen ständigen Schutz und bedingungslose Liebe. Lass uns jeden Tag unter deiner Wachsamkeit leben, im Wissen, dass deine Gegenwart uns vor Neid und Bosheit bewahrt. Möge unser Glaube an dich in jedem Moment wachsen und mögen wir wahre Zeugen deiner Macht und Gnade sein. Im Namen von Jesus, unserem Erlöser und Beschützer, beten wir dies. Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.